Heute ist mal wieder alles erlaubt, keine Grenzen und wir befolgen auch überhaupt keine Regeln. Ja, hier auf der Leinwand ist alles erlaubt. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Videoclip. Für die, die mich noch nicht kennen, ich bin Karin, ich bin hochsensibel und eine ehemals aktive Süchtige. Und auf meinem Kanal geht es um intuitives Malen für mehr Leichtigkeit. Ja, heute ist wie gesagt alles erlaubt und lass doch mal die Stifte und Pinsel über deine Leinwand tanzen. Du siehst jetzt im Anschluss gleich, wie dieses Bild, dieses abstrakte Porträt entstanden ist und ich liebe es, wenn wirklich alles mal erlaubt ist, ja. Wenn ich wirklich mit dem Bild oder hoppala, wenn ich gemeinsam mit dem Bild tanze, das ist doch herrlich. Alles ist erlaubt. Unglaublich befreiend, ja. Und das Schöne ist ja, auf der Leinwand können wir es. Draußen geht natürlich nicht immer alles, ne? Also, ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dem Video und bis gleich. Ja, vom Material her, also ich arbeite hier, ich habe mich für die Wand entschieden, es ist ein Aquarellpapier 70x100, hoppala, ja, da fällt mir gerade ein Stift runter, so viel zum Tanzen, ne? Und es ist, entsteht jetzt erstmal eine ganz lockere Skizze, ja, soll so ein Gesicht werden, ne? So in der Richtung, locker aus dem Handgelenk und die Farben, die ich verwende, sind Aquarellfarben und Acrylfarben und natürlich wie immer meine geliebten Posca-Stifte sowie Aquarellstifte. Alles schön mit Wasser vermischbar. Ja, da geht es jetzt mal ein bisschen rechts, links. Und wie gesagt, das Thema ist ja, erlaube dir heute Freiheit und malen. Ohne Grenzen, ohne Begrenzungen. Einfach, weil es Spaß macht. Also ich persönlich fühle mich nach so einer Malsession, das ist jetzt an einem Abend entstanden, unglaublich gestärkt. Bin wieder in der Balance. Ja, und mir geht es einfach gut. Bin happy. Und das Schöne am intuitiven Malen ist ja, wir können alles ausprobieren. Ja, wonach uns gerade ist, wonach du Lust hast. Also auch von den Farben her, es ist ja jetzt nur eine Empfehlung. Nimm deine Farben, nimm dein Wohlfühlpapier und auch die Größe. Also wenn du lieber auf kleineren Leinwänden malst, dann nimm die kleine. Und wenn es noch größer werden soll, dann nimmst du größere. Ja, und wenn du vielleicht am Anfang noch ein bisschen gehemmt bist oder dich gehemmt fühlst, ja, dann gibt es ein paar Möglichkeiten. Tanze vorher oder mach einen langen Spaziergang draußen in der Natur. Ist auch sehr befreiend. Ja, man lockert sich auf, man ist nicht mehr verspannt, ja, der Stress fällt ab. Und somit kommt man viel, viel leichter, ja, ins Tun. Man lässt die Gedanken los und gibt sich tatsächlich diesem wundervollen Abend oder Tag mit Farben und Formen hin. Und das ist dann einfach nur befreiend und natürlich der ganze Körper
befindet sich dann so in der richtigen, ja, Entspannung und man ist gesund danach. Also erlaube dir heute Freiheit von allem. Lass los und gib dich dem Augenblick hin. Wenn dir das Video bis jetzt gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen hoch. Wenn du kein weiteres Video verpassen möchtest, dann abonniere gerne meinen Kanal. Ich höre gern ein bisschen Meditationsmusik dazu. Nicht immer. Manchmal ist es auch Rock, Hard Rock. Je nachdem, wie ich mich gerade fühle, ja, was ich so ein bisschen... Ja, wie es gerade ist im Augenblick. Ja, und das Schöne an diesem intuitiven Malen oder wenn wir uns richtig diese Freiheit von allem gönnen und erlauben, ist ja dann, dass wir eine ganz tolle, tiefe Verbindung zu unserem Inneren herstellen. Ja, das ist dann so ein Kontakt, manchmal auch zum inneren Kind, zu inneren Anteilen. Und das ist natürlich auch super für unsere Spiritualität. Also für mich gehört intuitives, heilsames Malen und Spiritualität gehören zusammen, ne? Eins bedingt das andere. Ja, und meine Empfehlung ganz klar, nimm dir regelmäßig die Zeit für deinen Freiraum, für deinen Raum, den du brauchst. Der eine braucht mehr, der andere weniger. Und jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Doch, das, ja, ruhig, natürlich, da ein Raum, wo du halt auch ungestört bist, ne? Also das sollte schon sein, ne, dass du wirklich mal ein paar Stunden für dich alleine hast. Jesus, komme ich schon wieder ins. Ich war so jetzt hin und weg, war jetzt so weg, ne? Wahrscheinlich meditativ war ich jetzt weg. ein eigener Raum, dein Raum, ich finde, das ist total wichtig, um wachsen zu können. Ja, um zu genesen, um sich zu spüren, um riechen, schmecken, zu fühlen, da war ich jetzt gedanklich, stimmt. Ich habe immer eine abstrakte Leinwand in der Nähe für die Restfarben. Ja, halt ruhig irgendwie so eine alte Leinwand bereit und diese Leinwand, da entstehen total irre Bilder. Glaub mir's. Also. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei deiner persönlichen Umsetzung von intuitives, heilsames Malen und ich freue mich darauf, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen. Also alles Liebe und tschüss.